dem Wasser in Einklang gebracht, klingt doch schon mal gut. Müssen wir da hoch? Oder irgendwo rein, in die Höhle oder so? Wow, das ist ja riesig hier. Was mir auffällt, wir haben noch keinen einzigen Rare-Mob hier gefunden. Ach, schau mal, die Kleinen müssen wir einsammeln. Das ist eine lebendige Flamme. Wie kommt denn der Grollruf hier rauf? Sogar mehrere. Hey, kleine Flamme, komm mit. Holzfäller und Pione. Pions. Ich glaube, Pions ist richtig. Da ist die Höhle, von der ich, die ich vorher nicht gefunden habe. Das ist wieder ruhiger geworden. Rennt echt weg. Aber nochmal. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall auch die Blume, weil ich habe sie mir verdient. Erwischt Klugblüte. So. Oh, kritische Trefferchance um 20% erhöht. Nett. Netter Buff. Ja, Freunde, hier in der Feuerebene sind wir soweit schon mal fertig, glaube ich. Richtiger Flammenwächter. Mit der Flamme in Einklang gebracht. Ja, schaut gut aus. Lebende Flamme. Passt. Ja, jetzt brauchen wir die nächsten. Den verderbten Windwächter zum Beispiel. Der wird irgendwo ganz hoch sitzen, schätze ich. Gibt's hier auch so kleine Kerlchen, die wir einsammeln können?
Wieso bin ich nach vorne montiert? Der hat einen Murloc liegen gelassene Angelrute. Her damit! Hui. Die Angel hatte einen Murloc als Köder, Freunde. Ist das nicht niedlich? Ich bin begeistert. Ich mag zu viel mal alles. Da wir gerade keinen Stein haben. Cooldown bedingt. So, jetzt hier heilen. Und schon ist Reißzahn erledigt. Boah, keine Angelrute dabei, der Kerl. So, zu dem da hinten wollte ich vorhin sowieso. Und dann mal rauf zum Wassergeist. Für den haben wir auch noch ein Elementar übrig. Da auf uns zu. Hm, muss ich gleich hixen. So was. So, ja, den Stein haben wir auch schon begrabbelt. Das passt dann soweit. Ja, dann lebendige Erde, lebendiger Wind. Wo sind die nur? Da oben ist einer. Laut Karte zumindest. Hä? Echt jetzt da unten? Tatsache. ich glaube nicht, dass wir da runterspringen sollen. Ui, das ist die Erdwächter. Alter, das wird schlecht ausgehen. Ack, ich hab nichts gesehen, es ist nichts passiert. Oh, Freunde, Erdsäule. Hallo. Hey, du. Na, ist klar bei dir? Ich hab grad Schlägerei gecastet. Ich bin mir aber gar nicht übel. Ich hab eine freundliche Ork-Dame. Klar, anstatt sich gegenseitig anzugreifen, greifen jetzt beide mich an. Klingt logisch. Ach, Freunde, Schamane ist lustig. So. Aber ich ehrlich sagen muss, ich glaube, ich spiele auch gar nicht so schlecht. Schon manchmal. Manchmal baue ich schon Scheiße. Ich glaube, zu den Schlechtesten gehöre ich jetzt nicht, aber sicher auch nicht zu den Besten. Stirb! Stirb! Du auch! Stirbt alle beide! Stirbt jetzt! Mit euch! Erledigt.
dann nach da oben irgendwie? Hey du! Steini ist wieder da. Sehr schön. Der war außer Range, bin mir nicht ganz sicher. Okay. Aber der Schockwelle kann man, glaube ich, nicht ausweichen. Das ist zu instant, dass die Stacheln da rauskommen. Aus der Erde. Erledigt. Erdledigt. So, wir brauchen noch Luft. Den Luftstein. Das wohl hoffentlich da oben bei seinem Elementarkumpel. Die Richtung muss auf jeden Fall stimmen. Aber super, der ist in genau die falsche Richtung geflogen. Oh Mann. Die Winde schupfen. Erledigt. Was ist denn das hier? Kann man schneller laufen? Okay. Ah, da ist der Windstein. Ja, noch lebendiger Wind, ein einziger. Und den großen Wind töten, der ist hier. Erstmal den kleinen Kumpel. Der windet hier in alle Richtungen. So erledigt. 4 und 1. 5,71 braucht man nicht. Ich würde jetzt ehrlich gesagt einfach gern runterspringen. Und unten dann einfach wiederbeleben. Es ist einfacher, als hier den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. Oh, wobei, schau mal. Hey, wir segeln! Oder? Tun wir nicht. Ich dachte, weil wir den Wind geholfen haben. Naja. Dank unserer Glyphe können wir uns übrigens auch im Totenzustand in den Geisterwolf verwandeln. Ziemlich praktisch. Richtig bitter wäre jetzt, wenn wir irgendwas oben vergessen hätten. Ach ja. Oh je, ich glaube, wir liegen da oben. Kommen wir da überhaupt hin? Hallo? Hallo? Ich hätte gerne meinen Körper wieder. Hallo? Och nee. Ach nö. Jetzt müssen wir da echt hochlaufen. Okay, der Sprung war ziemlich sinnlos. Der Wind hätte einem ruhig gleiten oder so geben können. Zu levitieren oder langsamer Fall oder irgendwas. Naja. 13.10 Uhr, Zeit zum Sterben. Schaut mal, wir müssen ja sowieso zu Garnar. Nein, das ist nicht Garnar. Wie heißt er? Irgendwie so in der Art. Garnar ist ja tot. Lodotans Bruder. Hey du. Möchtet ihr vielleicht handeln? Ich habe einiges im Angebot. Sprecht mit Schalle? Schalle, um die Wahrheit zu erfahren.
Wer ist denn Schalle? Ich hatte immer Schalle in Verdacht, aber mir fehlten immer die Beweise, um Rache zu nehmen. Oha, was haben die getan? Oder der? Schalles, Grotte. Hi. Womit kann ich helfen? Für Durotan. Mit lila Haaren. Also stirbt diese alte... Also stirbt dieser alte Nargarok und jetzt... Und will jetzt die Wahrheit wissen? Ich erinnere mich an Dahaka. Sie war so wie ich... So wie ihr mich jetzt seht. Bis ich ihren verdammten Körper das Leben entzogen habe. Garok ist ein Narr. Ich hätte diese Macht mit ihm geteilt. Ich werde euch verschlingen. Das ist ein Troll, schaut mal. Die hat also den Ork sozusagen den Körper gestohlen, der Ork-Lady. Beugt euch meiner wahren Macht. Verderbte Windwächter schreit. Der Erdfuror hat den Thron verlassen. Die Schergen von Gordak müssen bestraft werden. Verstreut die Erde wie Kieselsteinchen im Wind. Verderbte Windwächter. Was hat der damit zu tun? Also. Ich lese die Quest jetzt mal komplett. Das interessiert mich jetzt. Was mit Schalle? Vielleicht kann ich helfen. Schalle, diese bösartige Hexe. Hättet ihr doch nur viel früher einen Beweis für ihren Verrat gehabt. Dann hätte ich mir das verdorbene Herz... Dann hätte ich ihr das verdorbene Herz aus der Brust gerissen und unter meinen Füßen zertreten. Ihr habt mir wie gewünscht die Wahrheit verraten und dafür gebührt euch mein Dank. Ehre unseren Clan. Die sterbliche Hülle, die wir Körper nennen, sind nicht unsere eigenen. Der Körper ist ein Geschenk der Erde, das eines Tages zurückgegeben werden muss. Für diesen Körper ist die Zeit gekommen, zu den Elementen zurückzukehren. Wisset, dass ihr eine schwere Bürde von einem alten Herzen genommen habt, Ray. So kann ich diese Welt ohne Reue verlassen. Ich kämpfte für mein Land und mein Volk und diente den Elementen, die ich liebte. So kann ich diese Welt ohne Reue verlassen. Ich kämpfte für mein Land und mein Volk. Ich diente den Elementen und ich liebte. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr bei meinen letzten Atemzügen Beistand leistet. Für Durotan. Meine Zeit ist um, aber ich sterbe in der Gewissheit, die Andenken geehrt zu haben. Was kann ich für euch tun? Ich bin ein Schamane der alten Tradition. Ich kümmere mich nicht um diese kleinlichen Konflikte zwischen den Clans. In all den Jahren haben schon so viele Clans dieses Tal zu ihrer Heimat ernannt, aber es hat zuvorderst immer den Elementen gehört. Ich bleibe an deiner Seite, Garok. Ruhe in Ehren. Passt auf euch auf. Ich bin immer auf deiner Seite gewesen, wie ein Hauch im Wind, mein Mann. Ich habe gesehen, wie du ehrenvoll gelebt hast, und meine Liebe für dich ist nie vergangen. Erhebe dich, mein Mann. Deine Urahnen rufen wieder vereint, werden wir ihnen antworten. Dahaka, ich habe so lange darauf gewartet, deinen Ruf zu hören. Schöne Geschichte.